Matthäus 6,33. Matthäus Kapitel 6. 6,33. Jesus казва. Jesus sagt. Първо търсете Божието царство. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. И всичко останало ще ви се прибави. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Първо търсете Божието царство и неговата правда. Also zuerst trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. И всичко това ще ви се прибави. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Кое е всичко това? Was ist das alles? Прощение на грехове. Die Vergebung der Sünden. Разрушаване на проклятие. Die Zerstörung von Fluch. Освобождение от демони. Die Befreiung von Dämonen. Изцеление от болести. Die Heilung von Krankheiten. Снабдяване. Обезпечение. Благословение. Сеген. Всичко ще се прибави. Das alles wird euch hinzugefügt werden. Днес човека търси всичко. Heute trachten Menschen nach allem. Но не толкова Божието царство. Aber nicht nach dem Reich Gottes. И за това няма нищо. Aufgrund dessen haben Menschen nichts. Ще моля майките с децата, ако може по-назад ли някак си да седнете, или защото така няма да можем да работим. Те също няма да се оправят децата. Просто майките с децата или назад, или примерно да се разхождат, да, за да може да се пазне тишина, иначе ние не говорим слово тук. Ich würde die Mütter oder die Eltern mit Kindern beten, sich in den Kinderzimmer zu begeben. Аз обръщам много голямо внимание на Божието слово. Für mich ist das Wort Gottes von großer Bedeutung. Защото хората очакват, че ще ги изцеля. Denn die Menschen erwarten, dass ich sie heile. Но аз не мога да изцелявам. Doch ich heile nicht. Искам да го повторя това нещо. Аз не мога да изцелявам. Möchte es wiederholen. Ich kann nicht heilen. Защото аз не съм лекаря. Denn ich bin nicht den Arzt. Аз не съм завършил медицина. Ich habe kein Medizinstudium abgeschlossen. Така че не мога да ви изцеля. Also kann ich euch nicht heilen. Знаете ли кой изцелява? Wisst ihr, wer euch heilen kann? Jesus. Господ? Gott. А Бог е дух? Und Gott ist Geist. И знаете ли как изцелява Господ? Und wisst ihr, wie Gott Menschen heilt? Изпраща Словото си. Er sendet sein Wort. Искам да обърнете внимание начина, по който Бог изцелява. Ich möchte, dass ihr beachtet, wie Gott Menschen heilt. Не чрез човек. Nicht durch einen Menschen. А чрез Словото. Sondern durch sein Wort. Кажи, Бог изцелява чрез Словото. Lass uns sagen, Gott heilt durch das Wort. Psalm 107,20. In Psalm 107, Vers 20. Изпраща Словото си. Steht, dass Gott sein Wort sendet. И ги изцелява. Um die Menschen zu heilen. И ги освобождава. Und sie zu befreien. От гробовете. Aus ihren Gräbern. Да, даже на немски майче е грабен. Гребен, да, точно така. Значи, виждате какво прави Бог със Словото. Also könnt ihr sehen, was Gott durch sein Wort bewirken kann. Изпраща Словото. Er sandte sein Wort. И чрез Словото изцелява. Und durch sein Wort machte er sie gesund. От болести. Von Krankheiten. Освобождава от демони. Er befreite sie von Dämonen. И възкресява от смъртта. Und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Така че Бог действа чрез Словото. Кажи, Бог действа чрез Словото. Also wirkt Gott durch sein Wort. Кажи на съседа си, Бог действа чрез Словото. Sag deinem Nachbarn, Gott wirkt durch sein Wort. Хората идват и казват, брат, помоли се за мен. Die Menschen kommen zu mir und sagen, Bruder, bete für mich. Ама аз не изцелявам. Aber ich heile nicht.
Това, което изцелява е Словото. Das, was heilen kann, ist das Wort. Трябва да кажеш, брат, имам нужда от Божието Слово. Dann, wenn ihr zu mir kommt, dann müsst ihr nicht sagen, bete für mich, sondern, Bruder, ich brauche Gottes Wort. Днес Бог ще те изцелява чрез Словото, не чрез човек. Und Gott wird dich heute heilen durch das Wort, nicht durch einen Menschen. Аз знам, че много хора не го разбират. Ich weiß, dass viele Menschen dies nicht verstehen. Знам, че много хора не мислят така. Und ich weiß, dass viele nicht so denken. Но това е проблема. Und das ist das Problem. Това е проблема, затова хората не могат да влязат в духа. Deswegen können sich die Menschen nicht in den Geist begeben. Голяма част от християните живеят и ходят по плът. Ein großen Teil der Christen wandeln in ihrem Leib. Ходят на църква. Sie gehen in die Gemeinde. Но живеят по плът. Aber leben in ihrem Leib. In Fleisch. Im Fleisch, nach ihrem Fleisch. Защото лайб е тялото, а флайш е плътта. Добре. Значи, живеят по плът. Also sie leben nach ihrem Fleisch. А ходят на църква. Aber sie gehen trotzdem in die Gemeinde. Защо? Warum? Защото пренебрегват Словото. Weil sie das Wort vernachlässigen. Важно е, като дойдеш на църква, си дойдеш с Библията. Es ist wichtig, dass wenn du in die Gemeinde kommst, deine Bibel mitbringst. И да очакваш първо Словото преди действието. Und zuerst das Wort erwartest, bevor du die Wirkung erwartest. Защото ако го няма Словото, го няма действието. Wenn das Wort nicht da ist, ist die Wirkung auch nicht vorhanden. В началото бе Словото. Am Anfang war das Wort. Кажи, в началото бе Словото. Am Anfang war das Wort. Още един път. В началото бе Словото. А не в началото бе изцелението. Nicht am Anfang war die Heilung. Няма Слово, няма изцеление. Kein Wort, keine Heilung. Няма Слово, няма спасение. Kein Wort, keine Befreiung, keine Rettung. И даже в Матей 8 глава 16 стих. Sogar in Matthäus Kapitel 8, Vers 16. Се казва, че Исус изцеляваше, освобождаваше хората, гонеше демони, значи Исус гонеше демони чрез Словото си. Dass Jesus durch das Wort Dämonen austrieb. Значи Исус гони демони чрез Словото. Also trieb Jesus die Dämonen durch das Wort aus. Кажи, Исус гони демони чрез Словото. Jesus treibt Dämonen durch das Wort aus. Искам да го осъзнаете това. Und ich möchte, dass ihr das auch begreift. Исус гонеше демони чрез Словото. Jesus konnte diese Dämonen aus der Person austreten lassen durch das Wort. А в Матей 12:28 In Matthäus 12:28 Исус казва, ако аз чрез Божия дух изгонвам демони. Sagt Jesus, wenn ich durch den Geist Gottes Dämonen austreibe. Тогава Божието царство дошло върху вас. Dann ist Gottes Reich über euch gekommen. Значи Исус как действаш? Also wie hat Jesus gewirkt? Чрез Словото. Durch das Wort. И чрез Духа. Und durch den Geist. Кажи, чрез Словото. Durch das Wort. И чрез Духа. Und durch den Geist. А не чрез плътта. Nicht durch sein Leib. Не чрез Fleisch. Nicht durch das Fleisch. Значи, не чрез плътта, а чрез Духа. Кажи, не чрез плътта. Nicht durch Fleisch. А чрез Духа. Sondern durch den Geist. Не чрез плътта, а чрез Словото. Отношението ни трябва да се промени. Unser Verhältnis muss sich verändern. Сега ми харесва много това отношение на тишина и очакване на Словото. Jetzt gefällt mir, dass wir in Erwartung sitzt, in Stille. И при това отношение можете да получите много от Бога. Und in dieser Positionierung, in dieser Stelle könnt ihr viel von dem Herrn empfangen. Защото ако искаме Бог да действа, denn wenn wir möchten, dass der Herr wirkt, трябва първо да разберем, че Бог е дух. Müssen wir zuerst verstehen, dass er ein Geist ist. Кажи, Бог е дух. Gott ist ein Geist.
Бог не е плът. Gott ist kein Leib. И не можем да угодим на Бога по плът. Und wir können durch das Leib nicht gerecht werden. Така че, тъй като Бог е дух, und da Gott Geist ist, трябва да му се покланяме с дух. Müssen wir ihn mit unserem Geist anbeten. И с истина. Und durch die Wahrheit. Тоест, трябва да се покланяме с духът си и с Словото. Wir müssen mit unserem Geist und mit dem Wort anbeten. Ние можем да влезем във връзка с Бога чрез духа си. Durch unseren Geist können wir in Verbindung zu Gott treten. И Бог действа. Святия Дух действа. Und so kann der Heilige Geist wirken. Чрез. Durch. Святия Дух действа чрез Словото. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort. Библията казва, че мечът на духа е Божието слово. Sagt, dass der Schwert des Geistes das Wort Gottes ist. Така че, ако искаме духа да работи, also wenn wir möchten, dass der Geist wirkt, той ще работи само чрез Божието слово. Dann wird er das durch das Wort Gottes tun. Помните ли Исус в пустинята? Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern aus der Bibel, wo, als Jesus in der Wüste war? Der Teufel kam, um ihn in Versuchung zu bringen. In der Wüste. Jesus. Отговори на дявола. Erwiderte. Съписано е. Es steht geschrieben. Той отговаряше всеки път с Божието слово. Jedes Mal entgegnete dem Teufel und sagte, es steht geschrieben. Искам да ви кажа, приятели, че дявола не се страхува от това да му кажете какви сте вие. Dass der Teufel sich nicht fürchtet, sich nicht davor fürchtet, wenn ihr ihn sagt, wer ihr seid oder was ihr seid. Той се страхува от Словото на Бога. Er fürchtet sich vor das Wort Gottes. И той се страхува от Божия дух. Und er fürchtet sich vor dem Geist Gottes. Кажи, дявола се страхува от Божието Слово. Fürchtet sich vor dem Gott, von Божия дух. Und von dem Geist Gottes. Ако нямаш Словото в сърцето си, wenn du das Wort Gottes nicht in deinem Herzen trägst, ако нямаш духа в сърцето си, wenn du das Geist nicht in dir trägst, него е страх от тебе. Dann hat der Teufel keine Angst vor dir. Ако щеш да вземеш цялото оръжие на Русия, du kannst alle Atomwaffen und Ausrüstung Russlands in Amerika auf deiner Seite haben, in auch, Китай, auch die der USA und die von China. Дявола няма да го оплашиш. Aber der Teufel hat keine Angst davor. Защото него го е страх от Божието оръжие. Denn nur vor Gottes Ausrüstung hat er Angst. А Божието оръжие е Библията. Und Gottes Ausrüstung, Gottes Waffe ist die Bibel. И когато те атакува дявола, знаеш ли какво да му кажеш? Und wisst ihr, was ihr den Teufel sagen solltet, wenn er euch angreift? Знаеш ли как да му отговориш? Wisst ihr, was ihr erwidern müsst? Аз по принцип предпочитам тия с кабелите, че няма проблеми с тях, ама няма такива проблеми. Времето се промени, няма микрофони с кабели. Добре. Така че дявола го е страх от Словото. Кажи, дявола го е страх от Словото. И от Божия дух. Него не го е страх от нашата плът. Него го е страх от духа на Бога. И го е страх от Словото на Бога. Иисус каза, първо търсете Божието царство. Und Jesus sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes.
И всичко останало ще се прибави. Und alles andere wird euch hinzugefügt. И какво правим ние хората? Was tun wir? Търсим всичко останало. Wir suchen alles andere. И Божието царство, ако остане време. Und Gottes Reich suchen wir erst, falls uns Zeit übrig geblieben ist. Защото той казва, не се безпокойте, какво ще ядете. Denn es steht, sorgt euch nicht, was ihr essen werdet. Was ihr anziehen werdet. Защото за това се безпокоят невярващите. Denn darüber machen sich die Ungläubigen Sorgen. Ние живеем в общество, където хората основно работят за храна и облекло. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen arbeiten, um Geld zu verdienen, um sich zu versorgen, für ihre Kleidung, um essen zu können. И вече го слагаме Господ в рамка в неделя, нали? Ти ще работиш 2 часа в неделя. Und so lassen wir Gott, so packen wir ihn in eine Box am Sonntag, 2 Stunden. Много добре, бокс. Точно така. Обаче, ако наистина дръзнеш да търсиш Божието царство, Aber wenn du wirklich bereit bist, nach dem Reich Gottes zu trachten, не да търсиш човек, nicht einen Menschen zu suchen, понеже хората днес са свикнали, weil Menschen heutzutage daran gewöhnt sind, като е болен, wenn sie krank sind, отива при доктора, dann gehen sie zum Arzt, като е гладен, wenn sie hungrig sind, McDonald's. Gehen sie zu McDonald's. Като иска да напазарува, wenn er einkaufen möchte, отива в магазина. Dann geht er in einen Laden. Знае къде да отиде. Er weiß, wohin er gehen sollte. И снабдява бързо нуждите. Um seine Anliegen zu befriedigen. Но Господ казва, първо, aber Gott sagt, zuerst, търсете мене, казва. Zuerst trachtet nach mir. Защо него да търсим? Warum sollten wir zuerst Gott aufsuchen? Защото най-важното в Божието царство е царя. Denn das Wichtigste in einem Königreich, in Gottes Königreich, ist der König. Кое е най-важното в царството? Was ist das Wichtigste in einem Königreich? Верете на мене, защо бе търпатист? Кое е най-важното в Божието царство? Was ist das Wichtigste in Gottes Königreich? Кое? Най-важен е царя. Der König. Ами по-важен от царя няма в царството. Eine wichtigere Person als der König gibt es nicht. Какво in einem представлява царството? Und was ist überhaupt ein Königreich? Царството е място. Das Königreich ist ein Ort. Където царя царува. Wo der König herrscht. Така че ние трябва да търсим царя. Also müssen wir zuerst den König aufsuchen. И неговото управление. Und seine Anordnungen, seine Befehle. Government. Seine Regierung. Regierung, да. Неговото управление да търсим. Управление царя. И това, което искам да ви покажа в Псалм 105:4. Und das, was ich euch zeigen möchte, befindet sich in Psalm 105, Vers 4. Се казва, търсете Господа. Und hier steht, fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Търсете Господа. Fragt nach dem Herrn. Да, а как ще търсим? Sucht. Sucht ist besser. Значи, търсете Господа, зухт. Зухт. Енхерн. Не са го превели добре на немски. Добре. Търсете Господа. Зухт енхерн. Търсете Неговата сила. Зухт сайна крафт. Търсете лицето му. Зухт сайн ангезихт. Търсете Неговото присъствие. Зухт сайна гегенварт. Винаги. Има. Значи, вижте Господ какво ни казва. Първо да търсим кого? Господа. Lass uns schauen, was uns Gott sagen möchte. Was müssen wir zuerst aufsuchen? Да, обаче хората днес търсят човек. Ja, aber heutzutage suchen Menschen nicht Gott auf, sondern andere Menschen. Но Бог не е човек. Aber Gott ist kein Mensch. Бог е дух. Gott ist ein Geist. И трябва да търсиш този, когото не виждаш. Und du musst den suchen, den du nicht siehst. И ако търсиш Бога, und wenn du Gott suchst, Господ казва, ще го намериш.
sagt er, wirst, es steht, wirst du ihn auch finden. Как ще намериш силата на Бога, ако не намериш Бога? Wie kannst du die Kraft Gottes finden, wenn du ihn nicht finden kannst? Защото ние имаме нужда от сила за изцеление. Denn wir brauchen die Kraft für Heilung. И ето има хора, които искат да бъдат изцелени. Und es gibt Menschen, die geheilt werden wollen. Обаче човек не може да изцелява. Aber der Mensch kann nicht heilen. Бог може да изцелява. Nur Gott kann heilen. Бог има силата. Nur Gott hat die Kraft. Бог има способността. Nur Gott hat die Fähigkeit. И хората казват, ако мога да стигна до човека, ще бъда изцелен. Und die Menschen sagen, wenn ich eine andere Person erreiche, dann werde ich geheilt. Но ако можеш да се докоснеш до Господа. Aber wenn du Gott berühren könntest. Ама как да се докосна до Господа, като не го виждам? Aber wie sollte ich Gott berühren, wenn ich ihn nicht sehen kann? Ако беше Исус тука, wäre Jesus hier, да се докоснем до него, dann hätte ich vielleicht sein Gewand angefasst. Но по времето на Исус много хора се докосваха до него. Aber zu der Zeit von Jesu haben viele Menschen ihn berührt. Но само оние, които се докосваха с очакване и вяра, бяха изцелени. Aber nur die Menschen, welche mit Glaube und mit Erwartung ihn berührten, wurden geheilt. Така че ти днес можеш да се докоснеш до него с вяра и с очакване. Also hast du heute die Möglichkeit mit Erwartung und mit Glaube sein Gewand zu berühren. Исаия 40:31. Jesaja Kapitel 40. 31. Vers 31. Казва: Онези, които чакат Господа. Aber die auf den Herrn harren. Онези, които очакват Господа. Aber die auf den Herrn harren. Ще подновят силата си. Kriegen neue Kraft. Кой ще получи сила? Wer wird Kraft empfangen? Този, който чакат Господа. Die Menschen, die auf den Herrn harren. И богослужението. Das Gottesdienst. Е място, където ние чакаме Господа. Ist einem Ort, an welchem wir auf Gott warten. От началото на службата. Von Anfang dieses Gottesdienstes. Трябва да се чака Господ. Müssen wir Gott warten, auf ihn warten. Да слезне тук. Dass er sich hier niederlässt. С неговото присъствие. Mit seiner Gegenwart. С неговата сила. Mit seiner Kraft. Разбирате ли, че никой не може по-човешки да ви помогне? Versteht ihr, dass ihr keine menschliche Hilfe empfangen könnt? Sie wird euch nichts bringen. Присъствието на Бога е което ни изцелява. Nur die Gegenwart Gottes kann uns heilen. Кажи Божието присъствие. Gottes Gegenwart. Изцелява. Heilt. Божието присъствие. Gottes Gegenwart. Изцелява. Heilt. Ако ти отвориш сърцето си, wenn du dein Herz öffnen würdest, за неговото присъствие, für seine Gegenwart, той ще изцели, wird er dich heilen. Ако отвориш сърцето си, wenn du dein Herz öffnest, душата си, deine Seele, за неговото присъствие, für seine Gegenwart, за неговото слово, für sein Wort, ще стане чудо в тебе. Dann kann ein Wunder in dir geschehen. Ако го чакаш, казва, wenn du auf dem Herrn harrst. И в Еврей и казва, тези, които чакат Господа, ще подновят силата си. Und es steht, dass die, die auf dem Herrn harren, eine neue Kraft empfangen werden. Ще се издигат с криле като орли. Und sie werden auffliegen wie Adler. Орела се издига от вятъра. Und der Adler lässt sich vom Wind. Той не се издига със собствената си сила. Vom Wind nach oben treiben. Er macht das nicht aus seiner eigenen Kraft. Защо? Warum? Врабчето как пърха. Wisst ihr, wie Spatzen mit ihren Flügeln nach oben und nach unten. Но орела не е така, той само си простира кривата. Sich bewegen müssen, aber beim Adler ist es nicht so. Er schwebt. И вятъра го издига. Und der Wind lässt ihn hochsteigen. И Господ казва, искам да се издигате в моето присъствие. Und der Herr sagt, ich möchte, dass ihr in meiner Gegenwart steigt. Чрез вятъра на Святия Дух. Hochsteigt durch den Wind des Heiligen Geistes. И ние искаме Святия Дух да се приземи тука. Und wir wollen, dass der Heilige Geist hier landet. Но той ще дойде, като направим летище. Aber er wird erst kommen, wenn wir einen Flughafen hier
bauen werden. Die treiben wir zurück unter den Flughafen. Also die Gemeinde soll wie ein Flughafen sein. За да може големия свят и дух да се приземи тук. Damit das Flugzeug des Heiligen Geistes hier landen kann. И да върши своите дела. Und seine Wunder tun kann. Трябва да разширим сърцето си. Wir müssen eine Entscheidung in unserem Herzen treffen. И казваш, ти тичат и няма да се изморят. Und es steht, dass sie laufen und nicht matt werden sollen. Ще ходят и няма да отпаднат. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Виждате ли? Ще тичат и няма да се изморят. Sie werden laufen, aber sie werden nicht matt werden. Защото не тичат със собствена сила. Denn sie laufen nicht durch ihre eigene Kraft. Трябва да се научим да тичаме с Божията сила. Wir müssen es lernen, mit Gottes Kraft zu laufen. С Божия вятър. Durch seinen Wind, mit seinem Wind. Ще ходят и няма да отпаднат. Sie werden wandeln und nicht müde werden. Защото няма да ходят със собствена сила. Denn sie wandeln nicht durch ihre eigene Kraft. Това е тайната на християнския живот. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Зависимост от Бога. Eine Abhängigkeit von Gott. Упование на Бога. Ein Vertrauen auf Gott. И в Еврей 12, помните го това ще. In Hebräer Kapitel 12:1. Се казва, че Исус Христос е начинателът и усъвършителът на нашата вяра. Steht, dass der Herr unser Glaube perfektionieren kann. Той започва вярата. Unser Glaube wurde uns von Gott gegeben, also. И той завършва. Sie wird von unserem Herr angefangen und sie wird von ihm vollendet. Значи Господ Исус започва нашата вяра. Also unser Glaube begann durch den Herrn. Той усъвършенства вярата. Und er kann diesen Glauben präzisieren. Perfektionieren. И след това е завършва вяра. Und am Ende vollendet er unseren Glauben. Така че понякога хората казват как да вярвам. Manchmal fragen mich die Menschen, wie soll ich glauben? Не може човек да вярва, ако не търси Бога. Kein Mensch kann glauben, solange er nicht nach dem Herrn trachtet, solange er nicht Gott sucht. Докато гледаш човек, не можеш да вяраш в Бога. Wenn du in der Richtung eines Menschen schaust, dann kannst du an Gott nicht glauben. Докато гледаш проблеми, не можеш да вярваш. Solange du dich auf Problem konzentrierst, kannst du nicht glauben. Когато погледнеш към Господа, aber wenn du deinen Blick auf den Herrn richtest, с твоето сърце, mit deinem Herzen, тогава от Господа започва да идва вяра в теб. Dann wird dir der Herr Glaube schenken. Чрез Неговия дух, durch seinen Geist, и чрез Неговото Слово, und durch sein Wort, започва да идва вяра в теб. Kommt Glaube in dir. И тази вяра расте. Und dieser Glaube wächst und gedeiht. И тя се усъвършенства. Und wird von Gott perfektioniert. И с тази вяра, und mit diesem Glauben, ти можеш всичко да получиш. Kannst du alles empfangen, was du wofür du betest. Защото, брати и сестри, толкова много нужди има на този свят. Liebe Geschwister, es gibt so viele Nöte, so viele Anliegen auf dieser Welt. И особено сега, като служим с това служение. Und vor allem hier, während wir hier dienen. Хората са толкова болни. Es gibt Menschen, die Menschen heutzutage sind so krank. Дори в църквата. Sogar in den Gemeinden. Толкова вързани хора. So viele Menschen, die gebunden sind. И всеки търси надежда. Und jeder sucht nach Hoffnung. И като видят човек и казват, може би човека ще ми реши проблема. Und wenn sie einen Menschen sehen, dann hoffen sie, dass dieser Mensch ihr Problem lösen kann. И започват да разказват всичките си проблеми. Und fangen an, ihre ganzen Probleme zu erzählen. И мислят, че като си разкажат всичките проблеми, ще им се помогне. Und sie glauben daran, dass wenn sie ihre Probleme erzählen, auch Hilfe empfangen werden. Обаче служител е човек. Aber Diener, Gottes Diener sind auch Menschen. И за да може да ти помогне, und damit sie dir helfen können, той трябва да е помазан. Müssen sie gesalbt sein.
трябва да бъде във връзка с Бога. Ein Diener muss in Verbindung zu Gott stehen, eine enge Verbindung mit Gott haben. И трябва да има вяра. Beziehung. Und muss auch Glaube. И когато хората говорят само неверие. Und Unglaube, говорят Unglaube, неверие постоянно. Und wenn die Menschen ständig von Unglaube sprechen. Постоянно говорят за проблеми. Sie sprechen ständig über ihre Probleme. Те рушат вярата. Sie zerstören den Glauben. Колкото и да се оплаквате, няма да станете по-добре от това. Es hilft euch nicht, euch weiter zu beschweren. Die Situation wird sich nicht dadurch verbessern. Оплакването влошава нещата. Die Beschwerde kann alles nur noch verschlimmern. Постоянното съсредоточаване в болести и проблеми влошава нещата. Diese Konzentration, dieser Fokus auf Probleme und Krankheiten verschlimmert nur alles. Трябва да се издигнем на високо. Wir müssen hochsteigen. Като орела. Wie ein Adler. Да дишаме друг въздух. Dass wir eine andere Luft einatmen. Да дишаме небесен въздух. Dass wir den himmlischen Luft einatmen. Да започнем да търсим Спасителя. Dass wir anfangen, unseren Retter zu suchen. Да търсим Неговия дух. Sein Geist zu suchen. Неговото живо слово. Sein lebendiges Wort. За да може да имаме онази вяра. Damit wir diesen Glauben haben können. И онова помазание. Und diese Salbung. С което да срещнем дявола. Mit welchen wir dem Teufel entgegentreten können. Помните ли как Исус отиде на планината на преображението? Könnt ihr euch daran erinnern, als Jesus auf dem Berg war der Veränderung? И там в облака той общуваше със своя небесен баща. Und da sprach er in den Wolken mit seinem himmlischen Vater. Той беше в присъствието на отца си там. Er war in der Gegenwart seines Vaters. Високо в планината. So hoch in den Bergen. И се зареждаше с Божията сила. Und er nahm Gottes Kraft an. И когато слезе долу в долината, und als er hinabstieg im Tal, го посрещна обладан човек. Trat ihm eine Person mit Dämonen entgegen. Учениците не можаха да изгонят демоните. Und die Jüngern schafften es nicht, die Dämonen auszutreiben. Те искаха да ги изгонят. Sie wollten es. Опитваха се. Und sie haben es auch versucht. Те бяха долу. Aber sie waren unten. Дишаха земен въздух. Sie haben die Luft, die irdische Luft. Занимаваха се с човешки неща. Sie haben sich mit menschlichen Angelegenheiten befasst. И вярата им беше намаляла. Und ihr Glaube war gesunken. И те викаха вън, вън, вън. Und sie sagten raus, raus, raus. Обаче демона не искаше да излезе. Aber der Dämon hat sich geweigert. Исус, като видя ситуацията. Und als Jesus diese Situation sah, каза, доведете го при мене. Sagte er, bring diesen Menschen zu mir. И каза, родене, вярваш и извратен. Und sagte, Volk, ihr Ungläubigen. Извратен. Перверс. Има ли е тази дума на немски перверс? Има. Ти не знаеш. Браво. Това е хубаво, значи си доста чистичка. Като не знаеш. Значи, не вярваш извратен народ, до кога ще бъда с вас? Ein ungläubiges Volk. Wie lange werde ich euch noch unter euch bleiben? До кога ще ви търпя? Wie lange werde ich euch noch austragen müssen? И той говори на своите ученици. Und er sprach zu seinen Jüngern. Такъв комплимент им направи. So ein großes Kompliment machte er ihm. И като каза на демона, демона излезе. Und als er zum Dämon sprach, ist er ausgetreten. И учениците питаха, що не можахме да го изгоним. Und die Jüngern fragten Jesus, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Той каза, поради вашето маловерие. Und er sagte, wegen eures Unglaubens. Или маловерие, как ще бъде? Weil ihr kleingläubig seid. Klein. Те имаха вяра. Sie hatten Glaube. Но беше клейне.
Und jetzt leben wir zu einer Zeit des kleinen Glaubens. Маленькая верочка. Klein. Значи, и тази вяра трябва да порасне. Кажи, вярата трябва да порасне. Обърни се към съседа си, кажи, вярата ти да порасне. Ама за да ти порасне вярата, трябва да сучиш от Божието мляко. Damit du wachsen kannst, musst du von Gottes Milch trinken. Значи, за да можеш да порасне бебето, какво трябва да случи мляко, нали така? Damit ein Kind, damit ein Baby wachsen kann. За да порасне вярата, трябва какво да стане? Was passiert, wenn unseren Glaube, damit unser Glauben wächst, müssen wir auch Milch nehmen? Ey, сега ще ви покажа един много интересен стих. Und ich möchte euch jetzt einen sehr interessanten Vers zeigen. Когато стъпките ми се къпеха в каймак. Als ich meine Tritte in Milch badete. Тук е казал милк, обаче думата е каймак. Нали? Масло. So ein bisschen wie... Защото е сгъстено мляко. Нали така? Значи стъпките ми се мият в сгъстено мляко. Буттермилк. Значи, когато стъпките ви се биеха с каймак, какво иска да каже? Also wenn unsere Tritte, unsere Füße sich in Milch baden. Какво представлява каймака? Was bedeutet es? Was stellt dieses Milch dar? Млякото е образ на Божието слово. Das Milch ist ein Ausdruck von Gottes Wort. А пък каймак е образ на сгъстено Божие слово. Oder symbolisiert Gottes Wort. Сгъстено Божие слово. Und es ist fest, es ist dickflüssig, ja, intensiv. Das intensive Wort Gottes. Значи, когато стъпките ви се миеха с каймак, also wenn unsere Tritte in Milch, als unsere Tritte in Milch badeten, и скалата изливаше за мене реки от дървено масло. Und der Fels neben mir Öl in Ström ergoss. Значи, скалата, която е Исус Христос, also der Fels, welcher Jesus Christus symbolisiert, излива за нас дървено масло, което е помазанието. Gibt uns Öl in Ström. Значи, Божието слово ни води при Исус. Кажи, Божието слово ме води при Исус. Gottes Wort führt uns zu Jesus. Исус ми дава помазанието. Jesus gibt mir das Öl, also die Salbung. Как четеш Библията? Wie liest du die Bibel? Дали търсиш Бога в Библията? Suchst du Gott in der Bibel? Или търсиш Библията как да обвиниш брат си? Oder suchst du in der Bibel, wie du deinen Bruder beschuldigen и да му докажеш, че не е прав? Und suchst du ein Vers, damit du beweist, damit du deine Richtigkeit, deine Gerechtigkeit beweist? Божието слово ти е дадено, за да можеш да се приближиш до Исус. Gottes Wort ist dir gegeben, damit du dich Jesus annähern kannst. И Исус е този, който ще даде помазанието. Und Jesus kann dir die Salbung geben. А помазанието ще разруши хомота на Сатана. Und die Salbung kann das Joch des Teufels brechen. Само помазанието може да разруши хомота на Сатана. Nur die Salbung Gottes kann das bewirken. Исаия 10:27. In Jesaja Kapitel 10, Vers 27. Помазанието руши хомота. Steht, dass die Salbung Gottes das Joch brechen kann. Значи ние днес не можем да струшим никакъв хомот без помазанието на Святия. Also heutzutage können wir kein Joch zerbrechen ohne die Salbung des Heiligen Geistes. И хората, като имаме служба, und wenn wir als Menschen einen Gottesdienst haben, като се втурнат към мене, wenn die Menschen in meiner Richtung eilen, като че ляше ги изцелявам, als würde ich sie heilen. Ма спокойно беше, ме смачкате, бе. Und ich sag, beruhigt euch, ihr werdet mich hier zertreten. Аз не мога да спасявам хората. Ich kann euch nicht retten. Затова трябва хората си стоят на мястото. Deswegen ist es besser, wenn sie an euren Plätzen bleiben. Да влязат в контакт с Исус.
und an ihren Plätzen in Kontakt zu Jesus treten. Und so kann Gott, so kann euch Gott heilen. Und wenn Gottes Kraft auf dich drauf ist, dann kannst du, wurdest du von Gott berührt. И ти си докоснал Господа. Und du hast auch Gott berührt. И като излезнеш, wenn du rausgehst, или ще свидетелство, че вече си изцелен, wirst du entweder davon zeugen, dass du geheilt wurdest, или ще се завърши изцелението. Oder deine Heilung wird in der nächsten Zeit vollendet werden. Защото Бог започва изцелението там по местата ви. Denn Gott beginnt eure Heilung an euren Plätzen. Но понякога хората идват и очакват, че тук ще стане. Aber Menschen kommen manchmal und denken sich, die Heilung wird hier vorne geschehen, wenn ich nach vorne komme. Мястото да започне. Nein, die Heilung muss an eure Plätze beginnen. Исус казва, ако някой е жаден, Jesus sagt, wenn jemand durstig ist, да дойде при мене и да пие. Dann soll er zu mir kommen und von meinem lebendigen Wasser nehmen. Виждате ли, по кого да отидем? При Исус. Кажи, трябва да отида при Исус. И да пие от Него. Жаден. Отивам при Него. И пия. Все действия. Значи, трябва да имаш жажда в себе си. За водата на живота. Защото духът на Бога отговаря на всичко. Denn Gottes Wort antwortet auf unsere Geist. Der Geist Gottes antwortet auf unsere Anliegen. И вярата отговаря на всичко. Und der Glaube antwortet auf unsere Anliegen. Значи Словото казва, всичко е възможно за този, който вярва. Und das Wort Gottes besagt, alles ist möglich für den, welcher glaubt. Кажи, всичко е възможно. Lass uns sagen, alles ist möglich. За този, който вярва. Für den Gläubigen. Значи имаш нужда от изцеление. Wenn du Heilung brauchst. От кое се нуждаеш повече, от изцеление или от вяра? Brauchst du mehr Heilung oder Glaube? Значи ако имаш вяра, wenn du Glaube hast, с тази вяра ще получиш изцеление. Kannst du mit dieser Glaube auch Heilung empfangen? Ще получиш прощение на греховете и спасение. Du wirst auch Vergebung und Rettung bekommen. Ще се разруши проклятието. Der Fluch wird gebrochen sein. Ще бъдеш освободен от демони. Du wirst befreit von Dämonen sein. Ще пророкуваш. Du wirst prophezeien. Ще получиш пророчество. Du wirst eine Prophezeiung bekommen. С една вяра. Und nur mit dem Glauben. Много работа ще свършиш. Kannst du vieles bewirken. Иначе за всяко нещо трябва да ходиш, брат, нуждая се от това. Sonst musst du für jedes deiner Anliegen zu einem Bruder oder zu einer Schwester gehen. Bruder, ich brauche das. Bruder, es tut hier weh. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Knieschmerzen. И за всяко едно нещо по-отделно трябва да се занимаваш. Und für jeden einzelnen Problem musst du zu einer Person gehen. Но ако растеш във вяра, aber wenn du in Glaube wachsen würdest, с един растеш всичко ще оправиш. Würdest du eine Lösung für all deine Probleme? И Библията казва, всичко е възможно с Бога. Und die Bibel sagt, alles ist möglich durch Gott, mit Gott. Mit Gott, да. С Бога, кажи с Бога. Mit Gott. Защото на български казват за Бога. Обаче стиха казва всичко е възможно с Бога. Alles ist möglich mit Gott. Mit Gott. Für mich, mit Gott, alles ist möglich. Нали така? Ja. Значи за мене с Бога всичко е възможно. Amen. Кажи за мене с Бога всичко е възможно. За мене без Бога не е възможно. Für mich ist nichts möglich ohne Gott. Значи какво от кого се нуждае? Wir brauchen Gottes Nähe. Значи аз имам нужда да бъда с Бога. Ich brauche ihn, mit ihm zu sein. Ако съм с Бога, alles ist möglich. Нали така? Alles ist möglich. Значи ако съм с, кажи, ако съм с Бога, wenn ich mit Gott bin, всичко е възможно. Ist alles möglich. Деяния 10:38. Исус от Назарет Бог го помаза със Святия Дух и със сила. Jesus und Nazareth wurde von der Kraft Gottes mit der Kraft Gottes gesalbt. Der Heilige Geist und Kraft Gottes. Und mit dem Heiligen Geist.
Значи първо е Heilige Geist, после Kraft Gottes. Zuerst wurde er mit dem Heiligen Geist gesalbt und dann mit der Kraft Gottes. И обикаляше да върши благодеяния. Und er hat Wunder getan, er ist durch das Land. И да изцелява всички угнетявани от дявола. Und um die Menschen zu heilen, die vom Teufel gestört waren. Защото Бог беше с него. Denn Gott war mit ihm. Защо Исус изцеляваше хората? Warum hat Jesus Menschen geheilt? Защо Исус ги освобождаваше от демоните? Warum hat er sie von Dämonen befreit? Защото Бог беше с него. Weil Gott mit ihm war. Той може да каже аз съм Божия син. Er könnte sagen, ich bin Gottes Sohn. Или аз съм Господ. Oder er könnte sagen, ich bin Gott. Но той вършеше нещата чрез Святия Дух. Aber er hat seine Wunder getan durch den Heiligen Geist. Така че, приятели, и днес този, който може да свърши нещо тук на Святия Дух. Also bleibt das auch heute immer noch so. Alles kann durch den Heiligen Geist bewirkt werden. Nur durch ihn. Ние сме хора. Wir sind Menschen. Кажи, аз съм човек. Lass uns sagen, ich bin ein Mensch. Ние сме хора. Wir sind Menschen. Но Бог е дух. Aber Gott ist Geist. И Бог ще действа. Und er kann wirken. И как ще действа? Und wie wird er wirken? Чрез вяра. Кажи чрез вяра. Бог действа чрез вяра. Gott wirkt durch unseren Glauben. Нали знаете, че двама или трима събрани, Бог е сред тях? Wisst ihr, dass da, wo zwei oder drei Menschen versammelt sind, da ist Gott unter ihnen. Нали така? Ist das so? Слава на Бога. Кажи, Бог е тука. Lass uns sagen, Gott ist hier. Значи Бог е тука и се движи между нас, нали така? Gott ist hier und sein Geist bewegt sich unter uns. Той там най-отзад. Er ist vielleicht da hinten. И той е там и разбрах, че и по Facebook ни гледат и там е. Und da, wo die Menschen auch online zuschauen, in ihren Häusern, da ist er auch. Значи Бог е навсякъде. Gott ist überall. Той е все присъстващ. Er ist omnipräsent. Omnipresent, но в същото време по-специално присъствие има, където има двама или трима, нали така, събрани в неговото име. Aber es gibt eine spezielle Gegenwart, wenn sich zwei oder drei Menschen versammeln. Значи когато сме събрани в неговото име, also wenn wir uns in seinem Namen versammeln, тоест сред нас по-специално. Es ist spezieller. Не като в болницата и в лудницата и в гробищата. Nicht, als wenn wir uns in einem Friedhof versammeln oder im Krankenhaus. Обаче, неговото присъствие трябва да се прояви. Кажи, неговото присъствие трябва да се прояви. Сега. Как ще го проявиме? Кажи, чрез вяра. Seine Gegenwart muss durch Glauben offenbart werden. Значи неговото присъствие се прояви чрез вяра. Кажи чрез вяра. Кажи на съседа си. Ако повярваш, wenn du glaubst, ще видиш wirst du Божията слава. Gottes Herrlichkeit sehen. Ако не повярваш, wenn du nicht glaubst, няма да видиш wirst du nicht Божията слава. Кажи, ако повярваш, ще видиш Божията слава. Дали го разбрахме урок? Значи, неговото присъствие се прояви чрез вяра. Gottes Gegenwart kommt durch den Glauben. И как ще се прояви вярата? Und wie kann unseren Glauben offenbart werden? Вярата е в сърцето. Кажи, вярата е в сърцето. За да се спасим, какво трябва да стане? Und damit wir gerettet werden, was muss dann geschehen? За да получим исцеление, какво трябва да направим? Damit wir Heilung. Сърцето трябва да е в вярата трябва да е в сърцето ми. Кажи, вярата в сърцето ми. Der Glaube muss in unserem Herzen sein. И на устата ми. Und auf unsere Lippen, auf unseren Mund. Und muss durch unsere Taten bekannt werden. Значи трябва вярата да активираме. Also müssen unseren Glauben aktivieren. Всеки път виждам. Ich sehe jedes Mal. Как хората се изненадват. Wie überrascht die Menschen sind. Че получават чудо. Dass ein Wunder geschieht in ihrem Leben. Когато задвижат вярата си. Wenn sie ihr Glauben aktivieren.
Например, не може да ходи. Beispielsweise können manche Menschen nicht laufen. Я сказав, стани и ходи. Und ich sag zu ihnen, steh auf und laufe. Не мога. Und dann sagen sie, ich kann nicht. И като тръгне, und auf einmal fangen sie an und sie sind so überrascht, als sie es doch hören. Аз мога да ходя. Und sagen sie, ich kann laufen. Не ме боли. Ха. Es tut nicht mehr weh. Preis den Herrn. Как става? Wie ist das denn geschehen? Aktivieren der Wiara, kannst du aktivieren der Wiara? Durch die Aktivierung unseres Glaubens. Wiara mit Dela воскресва. Kannst du Wiara mit действие воскресва. Ще възкресяваме ли вярата днес? Glaube und Taten können zur Auferstehung führen. Excuse me. Ако е умряла вярата, wenn der Glaube tot ist, трябва да я възкресим. Dann müssen wir unseren Glauben auferstehen lassen. Ако е заспала, wenn der Glaube am Schlafen ist, wenn unser Glaube am Schlafen ist, schlafen, трябва да я събудим. Dann müssen wir sie erwecken. Нека кажем в името на Исус. Вяра възкръсни. В името на Исус. Вяра събуди се. А така. Steh auf. Слава на Бога.